Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Let's Platin Together Black Ops 3. Immer noch in der Kampagne mit dem Holger. Weiter geht's natürlich dann jetzt hier mit dem Veteran Run, genau, ohne zu sterben. Jo, was hat man denn da als letztes? Ah, Servus. Nein, Entschuldigung. Alles klar? Ja, nur ein bisschen müde. Ich war gerade am Gehen und auf einmal geht's los und ich habe versucht, die Luft anzuhalten. Oh mein Gott. Ah, ja, sorry. Ah, heute war ein scheiß Tag. Oh, ja, das ist Einladung. Ach, der schon wieder. Na gut, ausnahmsweise. Und bei dir alles gut? Jo, klar. Läuft. Oh, sehr schön. Ja, das kann jetzt so gut werden. Von Rayman Legends auf in BO3. Ist ja fast dasselbe, ne? Richtig. Ja, da bin ich drauf und dran, die Platin zu machen. Ich habe von meinen Chibi einen Account missbraucht, um mir erstmal diese eine Online-Trophy zu holen. Also sind nur eine Online-Trophy, oder was? Nee, da gibt es noch so tägliche Herausforderungen und da musst du halt, soweit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, einmal Silber, einmal Gold erreichen und ich glaube einmal Bronze, aber ich glaube mit Gold hast du das dann auch. Ja, und dann gibt es halt noch schlage einen von einem Freund die Bestzeit. So, du hast das Spiel ja nicht, dachte ich mir, missbrauche ich immer kurz, mache eine schlechte Zeit und überbiete die. Aber ansonsten musst du einfach nur jedes Level einfach nur auf Gold schaffen und halt alle von den Viechern da einsammeln. Ich bin jetzt im zweiten Land, fehlen nur noch zwei Level auf Gold. Ja, läuft. Hab jetzt ich glaube in einer halben Stunde habe ich jetzt 6 Trophäen gemacht. Also die Datenträger teilweise beschädigt. Sie ist fast damit fertig, die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras der Stadt. Macht aber auch Spaß. Also du musst wirklich manche Level mehrmals wiederholen. Okay. Weil da gibt's halt hier so welche, wo du dich beeilen musst und dann musst du in der Zeit die ganzen Viecher was rumfliegen, einsammeln und so ein Scheiß. Aber wenn du da einmal drinne bist, easy. Nur dann? Ja. Ja? Genau, passt. Habe ich die richtige Mission ausgewählt. Oh, Moment, ich muss nochmal ganz kurz gehen, es tut mir leid. Ich weiß auch, ah, doch, passt. Ja. Weil sofort Mission war mal. Crane sagt, was immer die Aufzeichnungen zeigen, wir müssen zu Taylors letztem ich Einsatz. Ich dachte, das wäre Mission Nummer 5. Epizentrum der ursprünglichen. Ja, ist es auch. Zum alten Coalescence. Genau. Oh, danke. Alle. So, warte mal, sehe ich jetzt. Hä? Nee, warte. Mission wählen. Ja. Das sieht so geil aus, wie der Typi da vor dem Monitor steht. So, was steht da? Kann man das essen? Tja. Moment, bevor es losgeht, Moment. Ich muss kurz was gucken. Tut mir leid, Moment. Wo ist er? Hä? Wo ist denn unser... Ah, unsere Putzkraft macht Pause. Was ist denn das für ein Schwein? Hä? Boah, hier putzt eigentlich immer unser Typi. Da, jetzt macht er auch eine Pause. Den muss ich nachher mal hier eine Kugel im Arsch schießen. Also, oh, das geht nicht. Oh. VIP. Oh, hör jetzt auf zu gehen, Alter. Ist ja gut, schnauz mir nicht so ein Alter. Sorry. Ich bin gerade im Herr der Ringe Feeling. Gollum. Das ist ein Fehler. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch. Nein, ich habe heute laufen. Ich wünschte, es wäre so, aber das geht noch weiter bis die Morde bei der Geheimstation. Kane, sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. So. Stell dir einen weißen Wald vor oder so ähnlich, was das sagt. Vereisen, ja. Vereisen, ja. Oh, Alter. So, aus meinem Monster Energie. Wir gehen die Sache. Oh, meine mal, tausch mal, du kriegst ein Bier von mir und ich krieg von dir ein Energy. Können wir machen, ich hab ein paar hier. Gut. Wir haben einem das Hirn geleert und einen ja, ich hab keine mehr. Die werden sich rächen. Ja, ich hab ja nicht damit gerechnet, dass der heute nochmal ankommt, kurz vor Feierabend. Hier, du machst nochmal eine kleine Runde. Boah, sowas liebe ich ja.
sagen können, nope. Nee, kann ich ja nicht. Ich bin ja noch nicht festangestellt, also nehme ich natürlich alles mit, was mir gesagt wird. Ja, und danach machst du es mal ein halbes Jahr krank. Nee, leider auch nicht. Ich brauche die Überstunden. Weißt doch, wie es ist. Ja. Yep. So. Och, ich wollte gerade was trinken. Durch den mittleren Silo. Höp, höp. So, diesmal lassen wir nicht gleich abschließen. Ach, das Level. Ei, ei, ei. Sicher? Ja. Erstmal hier wieder die Sicht aktivieren. Warte mal, darf ich mal kurz gucken, ob ich hier einen aus 100 Meter treffe? Hab eins. Schnipper! Oh, ich treffe wieder nichts hier. Ja. Musst du Rayman spielen, dann geht das. Au! Blöder Penner. Auszeichnung geschafft. Wo kam das denn her? Hä? Aha. Schnipper! Ja, ich muss nur natürlich leicht hier oben auf dem Berg, weißt du? Ich krieg hier. Das sieht mich eh kein Schwanz. Aber ich glaube, das hier ist auch das Level, wo du die Schnipper-Trophäe machen kannst. Ja. Hey. Ich spiele wie immer die Pussy. Dup, dup, dup. Hallo Fremder, du Freund oder Feind? Dup, dup, dup. Hä? So. Ich sehe gerade keinen Feind mehr. Ah, hast schon aufgehoben. Alles klar. Hier oben ist eigentlich auch schon die Panzerfaust. Ja, ich hol die hier unten. Da. Ups. Ja, beim letzten Mal haben wir die zweite gar nicht gefunden wegen dem ganzen Stress hier. Einschuss tot. Ja. So, wann kommt er denn, der Hühnerschräger? Aber wenn es so weitergeht, glaube ich, werde ich beim nächsten Call of Duty auch gleich von Anfang an den Schnipper spielen. Da macht er irgendwie Spaß. Der ist geil, das Ding sollte Sau. Schrott sein. Wie kann sie noch funktionieren? ASPs haben ein Verteidigungssystem, das eingehende Angriffe abwehrt. Die Scheibe ist mit gerichtetem Beschuss kurzzeitig Penner. Aus und trifft die ASP dann mit dem Raketenwerfer. Schweinerei, was der mit einem macht, ne? Ja. Soll ich das nochmal mit dem Auto versuchen oder ist das diesmal zu riskant? So zu funktionieren. Nee, der hat das Auto kaputt gemacht, die Sau. Okay. Verteidigungssystem offline. Triff sie mit dem Raketenwerfer, bevor es wieder aktiviert wird. Sauberer Treffer. Nimm ihr Verteidigungssystem weiter unter leichten Beschuss. Unter leichten Beschuss? Genau, ein, zwei Kügelchen oder was? Ja, meine BMP macht das. ASP-Verteidigung deaktiviert. Feuer frei. Der Beschuss zeigt Wirkung. Beeil dich. Triff das Verteidigungssystem. Wow. Hörst du auf mich zu ballern? Ja. Fertig. Yep. So, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, kurz Muni irgendwo finden, damit wir hier gleich einen Raketenwerfer wieder voll haben, weil da kommen ja noch mal ein paar von den Dicken, ne? Ja, ich suche gerade auch. Ah, hier. Mobile Waffenkammer. Ach, sehr schön. Moment. Lauf. Yep, nice. Alles voll. Hui. Na? Verbinde dich mit der Konsole. Hallo. Ein schneller Hack sollte reichen. Alles klar. Ein schneller Fixer, 3 Hacks. So, Level geschafft.
Level geschafft, ja. Ach, hier wäre noch eine Dings gewesen, eine Panzerfaust. Sehr schön. Da wir das jetzt nie wieder auf realistisch spielen werden. Ja, oder selbst dann später auf Bussi, oh, wenn sie überhaupt keine dann. Oh ja. Ja, heute geht es. Ich hoffe, dass es beim nächsten Call of Duty keine realistisch gibt, weil, oder wenn, dann abgeschwächt, weil das war, ne, das will ich nicht nochmal haben. Obwohl es ja im Endeffekt trotzdem ganz schön geil war. Ja. Und wenn das wieder im Oktober kommt, gönne ich mir das zu meinem Geburtstag. Ne, das ist da hinten haben wir schon. Ja, ne. Und noch was anderes. Hast du mal einen Tipp für mich bei diesem ersten Scheiß Aschepürst? Ja, hol dir Verstärkung. Die erste Phase schaffe ich ohne Probleme, nur die zweite Phase mit dem Feuer. Ist eigentlich identisch. Nur dass er dich so weit wegrollen muss. Vielleicht. Die Sau, die macht mich in der zweiten Phase extrem fertig. Okay. Hol doch mich. Ja, aber ganz ehrlich, du musst wissen, was für eine dumme Frage das ist. Natürlich. Ja, da warst du da noch nicht an der Konsole. Trottel hier rumgeschnüffelt haben. Hey. Ha. Und das Problem ist ja auch, da sind so viele unterwegs. Wenn du hier dein Rufsymbol hinsetzt, wette ich mit dir, ist ein anderer schneller. Hab's. Ladedaten hoch. Ja, stimmt. Irgendwas Nützliches? Die Plünderer hatten nicht los. Außerdem, den will ich ja auch alleine schaffen. So schwer ist der ja nicht. Da ist er nicht schwer, nur der macht mich halt trotzdem platt. Du musst nur das richtige Timing haben, wie halt immer bei den ganzen Bossen. Das richtige Timing, dann hast du alles. Ja. Nachricht erhalten und verstanden, Hendrix. Aber ich habe bei den meisten Bossen, ich habe mindestens ein, zwei Leute gerufen, weil, wozu soll ich mir einen Stress machen? Ah, so, jetzt bin ich so weit. Du weißt doch, statt besser nicht zu lange in einen Abgrund. Lauer nicht, lauf. Los. Bleib an der Kante. Scheiß Abgrund wäre ich beinahe reingefallen. Ich geh vor. Ey, fuck! Ich hab mich verlaufen. Hier ist überall Glas. Ich komm hier gerade nicht zum Tisch. Oh, ich bin heute so blöd. Up, 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 up. Ach da, alles klar. Juhu. Diese Aufzeichnungen der Morde, glaubst du, die waren gefälscht? Ich hab dir geschrieben, heute musst du Skills zeigen. War ich immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das hart war. So. Nicht ja, klar. Vielleicht war er nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Trotzdem, das erklärt nicht Hall, Maretti und Diaz. Warum sollten sie da mitmachen? Wir Mach's gehen Sache auf den Grund, egal was dabei rauskommt. Ach da. Jetzt hätte mich der Hendrix beinahe in den Abgrund geschubst. Ne. Mist. Die verdammten 54 I sind vor uns. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten... Töten! Wow! Vorsicht! Alter! Hä? Die Viecher machen immer noch Schaden. Ah. Oh! Glühwürmchen! Mann. Scheiße. Bin auch dort. Nee, noch nicht. Ich stehe wieder. Bin down.
Wieso das? Notfall, Wiederbelebung. Dafür kann ich mich halt nicht mehr bewegen. Wo ist denn das? Perk, was ich die letztens gefragt hatte, was das ist. Mit den Notfallreserven, bla bla. Alles klar. Okay, den habe ich noch nicht gelesen. Aber nice to know. Ja, wie gesagt, da kannst du dich halt nur nicht oder halt noch langsamer bewegen, ne? Also hier, wenn du am Boden liegst. Ne? Weißt du, wie ich meine, ne? Ja. Ja, das hat auch einer beim Online-Modus. Jo, ist geil. Oh mein Gott, das war gut. Das war richtig gut, ja, ne? Ich will dasselbe wie du, Hendrix. Diese Situation beenden, bevor es noch schlimmer wird. Ah ja. Ja, ich laufe mit Style. Pass auf, wo du hintrittst. Der Ort ist etwas instabil. Ach, Quatsch. Geht schon. Hui! Ah, gibt's da hinten noch ein Collectible dann? Hm? Na, ich guck nur. Ne. Okay. Ey. Wollte nur zeigen, wo du lang zu laufen hast. Okay. Bitte. Kane. Warum aber immer erst meckern. So? Könnte eine Art Stromschwankung sein. Die Stromschwankung. Hui. Ist nicht normal. Hallo Roboter. Die Tür ist offen. Drunter durch und geh. Nein! Kane, könnte jemand über erstmal die mitgeben hier. Die Roboter kontrollieren? Es ist unwahrscheinlich, dass nach dem Desaster noch Systeme funktionieren. Hui. Aber wir wissen nicht, was da unten ist. Ein Döner. Oh nee, mir ist schlecht vom Essen. Aber es war laut lecker. Aufklärungsdrohne sind sie hier durch. Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein? Hey, was zur Hölle? Hey! Hendrix, sie haben euch anvisiert. Ich habe ein Collectible hier. Jo, Moment, ich... Ja, ja. Es gibt Leute, die noch ballern. Oh shit, ich bin down. Die kamen jetzt alle von der Seite, die Schweine. Oh oh. So. Retunat. Merci. So, hey, hier hinten. Das ergibt keinen Sinn. Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Da. Was? Okay. Schicke Werbematerial. Alles klar. Richtig. Sammlerstück entdeckt. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Ja, nur noch eins. Hier. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. Bestätigt. Ach, jetzt kommt der Tick wieder scheiß, die Wandern. Schnell, die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Beim ersten Mal habe ich die Sicht vergessen. War nicht so geil. Weil dann bin ich hier übers Gelände einfach gesprungen. Ja. Hui. Oh, meiner ist nicht gesprungen. Ach, war das knapp. Kane, die Übertragung ist abgerissen. Probleme? Negativ. So. Die Baupläne enden am Grund des Silos. Ohne die Drohne sind wir blind. Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Weiter. GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus. Munition. Wo bleibt er denn? Ach, da ist er ja. Ach da. Ja, der Schnarcher. Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ja, das, der ist auch schon in den 30er Jahren. Warte, Schnauze. Ich will mir das Symbol genauer ansehen. Kennst du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiß zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor Taylor. Ja, ich glaube, hier will jemand was verbergen. Nein! Doch! Oh. Oh. Ich will mal anklopfen. Was ist hier los, Kane?
will nur gerade noch nach Collectibles gucken. Was zur Hölle? Na? Musst du es gerade nachladen? Ja. Aha. So. Das war's. Nee, hier links noch. Du musst, ich mach die immer hier gleich von der Seite mit, weil sonst überraschen die einen von der anderen Seite. Boah, das ist ja clever. Haja. Schnipper. Mach eine Aua. Ihr Schweine! Doch. Reich gesichert. Wir wissen nicht, was da unten ist. Was ist mit diesen Robotern? Sehr schön. Bereich gesichert. So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Okay, laut dem GPS sollte die Quelle des Signals dadurch zu finden sein. Ja, hier sind noch die ganzen Audiodatenträger. Ich weiß nicht, ob das auch noch so eine Herausforderung von dem Scheiß war. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne nicht alle Herausforderungen. Ja. Ja, deswegen gehe ich hier, habe ich hier gerade mal alle angeklickt. Das war jetzt uncool, mir hat noch eine Konsole gefehlt. Oh. Du hast ja gesagt, deswegen aktiviere ich mal alle. Deswegen habe ich gedacht, du hast schon alle. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls. Sichtverbesserung. Nicht offiziell. Bestätigt. Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Nein. Doch. Oh. Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Alle, ja. Mann, Alter, mehr Sprung. Ich will den in die Decke kleben sehen. Aus meinem Mundi. Du hast die Tür aufgekriegt, Hendrix. Ich hab sie nicht geöffnet. Hier ist nix. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Nein! Sie sind im Wasser! Ich glaube, ich liege am Boden. Ja toll, da komme ich aber nicht hin. Warum nicht? Natürlich. Weil ich durch eine andere Tür muss. Sobald du durch die Tür läufst, ist die zu. Ja, du kommst doch hier an der Seite entlang. Du kannst du durch die Mitte sogar durchlaufen. Ja, eben nicht. Bin auch da. Nein. Dann komme ich eben nicht mehr lang. Ich hab's. Tja, na dann. Bei diesem Seitengang komme ich nicht zu dir. Ich werde alt. Ist ja komisch, weil letztes Mal bist du wieder da aufgeregt, da bin ich einfach rübergejumpt. Da bin ich doch nicht verreckt, das war weiter vorne. Bei dem Gang war es easy peasy durch.
Das war dann bei dem anderen Gang, wo du links, rechts in der Mitte langlaufen konntest. Das kommt kurz danach. Okay. Joa. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Jo, kacke. Warte auf deinen Schuss. Erwischt. Okay, das ist aber auch gemeint für Schnipper. Da haben die armen Leutchen da unten gar keine Chance. Hey? Hinter dem Haus ist noch einer. In dem Container ist noch einer? Oder dahinter? Dahinter. Ich krieg den Winkel nicht hin, dass ich durchschießen kann. Hä? Wollt. Oh nein, gleich kommt so ein Roboter-Dingens und wird lebendig. Oh. So, Raketenwerfer habe ich mir schon mal eingesammelt. Jo, Dito. Ich trigger den mal, den dicken da, ne? So. Jo, der Typ